bald nochmal das, genau, in diesem Datenfluss, in diesem Byte-Stream, das von der Gegenseite kommt. Und daher wird initial eben dieser Drei-Wege-Handshake aufgebaut, in dem zum einen die, genau, zum einen der verbindungsaufbauende Client seine Sequenznummer angibt. Das heißt, er gibt an, diese Sequenznummer werde ich jetzt verwenden und ich möchte die Verbindung aufbauen. Diese wird ihm bestätigt, dass es eben bei der Serverseite angekommen ist. Er wird sie jetzt berücksichtigen, er weiß jetzt, wo wir im Datenstrom sind. Und der Server signalisiert eben auch seine Sequenznummern, die er verwendet, sodass der Client dann auch weiß, wo die, also welche Bytes als nächstes von dem Server erwartet werden, welche Bytenummern. Und sobald er das dann auch bestätigt, wissen jetzt beide, dass sie gegenseitig die Information haben, welche Sequenznummer verwendet werden, und damit ist die Verbindung abgeschlossen und die kann jetzt genutzt werden. Der Client weiß etwas früher, dass seine Sequenznummern bekannt sind. Das heißt, alle Pakete, alle Daten, die er jetzt losschickt, die werden vom Server schon richtig eingeordnet und der Server merkt jetzt schon ab diesem Punkt, dass welche Pakete eben erwartet werden, welche Bytes, und kann fehlende Pakete oder Umordnungen eben erkennen. Der Server weiß erst ab dieser Stelle, dass seine Sequenznummer bekannt ist und kann erst ab dieser Stelle dann etwas senden, was dann zuverlässig zugestellt wird. Okay, schön. Heute schauen wir uns an die Fragestellung, wie gehen wir denn damit um, wenn jetzt eine Überlast im Netzwerk vorhanden ist. Okay, nee. Okay, also wir haben folgenden Fall gegeben. Wir haben ein Netzwerk gegeben mit verschiedenen Teilnehmern an den Enden. Das ist ja auch der Normalfall im Internet. Wir haben die ganzen Endgeräte, die irgendwie an Routern hängen, die irgendwie sich gemeinsame Datenleitungen teilen. Nun kann es natürlich passieren, dass diese Datenleitungen in der Mitte nicht die Bandbreite haben, die von den Endgeräten in Summe benötigt werden. Das heißt, was passiert dort? Da passiert es, dass wir eben die Puffer, die wir in diesen Routern haben, wo die Pakete zwischengespeichert werden und darauf warten, weitergeleitet zu werden, überlaufen und Pakete verloren gehen können. Und jetzt wäre es natürlich wünschenswert, dass der Sender A und B ihre Geschwindigkeiten dementsprechend anpassen und reduzieren, sodass dann doch ihre Pakete gut durchgestellt werden können und die Puffer nicht überlaufen. Genau, und dieses Problem, das nennt man eben Überlastkontrolle. Wir werden auch gleich sehen, welche Möglichkeiten die Sender bekommen, um zu erkennen, dass da überhaupt Überlast stattfindet. Also die haben schon Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es, was passiert? Die Pakete werden im Puffer zwischengespeichert, sie werden nicht abgearbeitet, es kommen neue Pakete nach und Pakete werden verworfen, weil der Puffer bei den Routern, Zwischenroutern, hat ja eine feste Größe und Pakete gehen verloren. Was passiert dann? Dann gibt es Timeouts oder mehrfache Acknowledgements zu vorigen Paketen. Und das ist ein Kennzeichen, um festzustellen, dass da Überlast stattfinden kann. Eine andere Möglichkeit, das festzustellen, ist, wenn diese akkumulierte Wartezeiten in den Puffern auf den ganzen Zwischenroutern sich so anhäufen, dass eben eine deutlich größere Verzögerung gibt bei der Zustellung der Nachrichten. Das ist auch ein Zeichen, woran man erkennen kann, dass ein Überlast stattfinden kann. Wir werden gleich sehen, wie TCP das realisiert. Jedenfalls der Grundgedanke ist, dass man einmal feststellt, da ist Überlast und dass der Sender dann dementsprechend darauf reagiert und seine Übertragungsgeschwindigkeit reduziert. Nehmen wir mal ein Beispiel für eines idealen Systems an. Wie würde sich das denn verhalten? Also wenn wir jetzt sein So. Na gut. Nehmen wir mal, wir haben dieses ideale System und wir haben zwei Sender und zwei Empfänger und einen Router mit einem unendlichen Pufferplatz. Also dieser Router hier in der Mitte, der hat einen unendlichen Puffer
und schauen wir uns mal an, was würde passieren, wenn jetzt Host A und B ihre Übertragungsgeschwindigkeit immer weiter erhöhen würden. Danach schauen wir uns natürlich auch an, was passiert bei endlichen Puffern, aber hier haben wir eine Eingangsleistung von dem, also auf der X-Achse haben wir das, was an Eingangsbandbreite ankommt beim Router, also jeweils R halbe von dem von beiden Host, und die Ausgangsbandbreite ist genau auf der Y-Achse angegeben. Das heißt, erstmal ist jetzt im idealen Zustand so, dass solange sie beide noch unter dem R halben liegen, das heißt beide zusammen noch nicht die maximale Bandbreite ausnutzen, sie jeweils denselben Anteil bekommen und die Bandbreite gleich verteilt genutzt wird. Also das, was man an Paketen reingibt, kommt auch so raus. Die Frage ist nur eben, wann. Je näher wir uns an dieses R2 annähern, also desto länger wird ja auch der Puffer, desto langsamer wird er auch abgearbeitet, und anfangs wird es ohne Verzögerung zugestellt, aber jedes Paket braucht ja auch ein bisschen Zeit, um verarbeitet zu werden. Das heißt, wir schaffen es nicht bei R2 wirklich linear dort anzukommen, sondern die Wartezeit im Puffer geht gegen unendlich. Im idealen Fall. Wie sieht es denn aus, wenn wir einen Puffer betrachten? Moment. Was passiert, wenn wir, wenn wir einen Puffer mit endlichem, einen Router mit endlichem Puffer haben, dann haben wir auch den Fall, dass, hier ist die Grafik leider abgeschnitten, aber da haben wir den Fall, dass Pakete verworfen werden. Das heißt, hier haben wir unseren Puffer, den füllen wir mit unseren eigentlichen Paketen. Ja. Das ist hier dieses Lambda in, und wir haben auch Lambda Strich in. Das sind die Daten plus den erneut übertragenen Daten. Weil wenn hier in diesem Puffer Pakete verloren gehen, nicht verloren gehen, sondern es ist endlich der Puffer, es werden Pakete verworfen, wenn der zu voll ist, dann würden wir sie ja erneut senden. Das heißt, wir haben nicht nur die eigentlichen Pakete, die wir jetzt dazu rechnen müssen bei der Übertragung, sondern wir müssen auch berücksichtigen, dass es Wiederholungen gibt. Und mit jedem Paket, das verworfen wurde, es wieder weitere erneute Übertragungen angeregt werden. Das heißt, wenn wir uns das mal so anschauen, wie sieht es aus, wenn wir eben diesen realistischen Router haben mit den festen Puffergrößen, dann sieht es erstmal so aus, wenn der Puffer frei ist, dann gehen all die Nachrichten, die in den Puffer reingehen, kommen sie wieder raus, und wir haben den idealen Verwendung eben des Routers, das heißt in gleich out. Und zwar ist hier der Good Put gemeint, also der Throughput würde noch unterscheiden, also die wirkliche Betrachtung jedes einzelnen Pakets, aber wir wollen ja betrachten, also doppelte Übertragung ignorieren wir beim Good Put, und dann betrachten wir nur die Pakete, die wirklich alleine und einzeln einmal zugestellt wurden, die doppelten ignorieren wir. Und wenn wir eben den Puffer noch frei haben und es keine Verstopfung gibt, gibt es keine Wiederholungen, und jedes Paket ist einzigartig und ist eben kein Replikat und wird genauso wieder ausgegeben. Wenn wir jetzt aber den Fall betrachten, dass wir nur für den Fall, wo Pakete wirklich verloren gegangen sind und nicht noch im Puffer sind oder nicht noch irgendwo vorhanden sind, also wirklich nur bei Verlusten aus irgendwelchen anderen Gründen erneut gesendet werden, dann haben wir natürlich den Fall, dass die Summe der ursprünglichen Nachrichten plus die Summe der Wiederholungen natürlich größer ist als das, was im Endeffekt rauskommt, weil aus den ursprünglichen Nachrichten sind ja einige verloren gegangen und die werden jetzt ja erneut geschickt. Aber in Summe haben wir dennoch mehr eingegeben in den Router, als am Ende an Good Put, also an echten verwendbaren Daten rausgekommen ist. Und wenn wir jetzt noch weiter berücksichtigen, was machen wir bei den, also wenn wir noch die Pakete berücksichtigen,
die nur verzögert sind, aber noch nicht verloren gegangen sind, also immer noch im Puffer sind oder in früheren Puffern, dann ist das, was an Input reingegeben wird, in den Puffer deutlich größer. Also muss man pauschal zu sagen, es ist mit jedem verloren gegangenen Paket oder mit jedem verzögerten Paket nochmal ein Paket in den Puffer reingegeben worden. Und dadurch steigt die Summe der eingegebenen Pakete natürlich im Vergleich zu dem, wie viele Unique-Pakets es da letztlich gibt. Das heißt, wenn wir uns das hier mal anschauen würden, dann wäre es im Idealzustand so, also wenn eben der Puffer frei ist, dass auch hier die Anzahl der echten Pakete plus Wiederholungen gleich dem eigentlichen Output entspricht. Also das steigt linear an, weil wir eben keine Wiederholungen haben. Im zweiten Fall, wenn wir Verluste haben, erreichen wir nicht mehr den Output von echten Daten, also wenn wir die Wiederholung nicht dazu rechnen, den wir eigentlich vorher hätten, der wäre ja hier oben gewesen, sondern ein Teil der Durchsatzleistung des Routers geht auf Wiederholungen drauf. Und wenn wir dann noch verzögerte und verlorene und noch verzögerte Pakete auch noch hinzurechnen, dann geht von unseren eingegebenen Daten nur noch vielleicht die Hälfte oder eben ein kleinerer Teil der eingegebenen Daten enthält wirklich nur einzigartige und echte Pakete, die nicht Wiederholungen sind. Das heißt, wenn wir Überlast haben, also warum sollte man Überlast auf jeden Fall vermeiden? Weil Überlast nicht bedeutet, dass wir einfach entsprechend weniger übertragen können. Also es ist nicht so, dass wenn wir einen Router haben und der kann nur 1 Megabit pro Sekunde verarbeiten und wir schicken auf den 2 Megabit los, dann ist es nicht so, dass 1 Megabit durchkommen und 1 Megabit werden verworfen, sondern es wird überproportional die Ausgabeleistung des Routers gesenkt. Das heißt, nehmen wir nochmal das Beispiel, wir haben einen 1-Megabit-Router, wir beschicken ihn mit 2 Megabit, dann kommt eben nicht 1 Megabit raus und eins wird verworfen, sondern es kommt vielleicht nur 0,5 Megabit raus und 1,5 Megabit werden verworfen. Also wir haben deutlich mehr Arbeit durch eben diese ganzen Übertragungswiederholungen für den gleichen Output. Und wir haben überflüssige Übertragungswiederholungen, wir haben Verzögerungen, wir haben einfach Retransmissions, die das Netzwerk noch weiter verstopfen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal so ein Beispiel anschauen, also mit der Auswertung dann, hier haben wir folgendes Beispiel gegeben, wir haben Host A, B, C, D und die haben jetzt diese verschiedenen Kommunikationspfade und das Wichtige ist, dass eben die Leitungen jetzt mehrere, also die Leitungen gehen über verschiedene Router. Und die Router behandeln auch mehrere Leitungen. Was passiert, wenn jetzt also das, was der Sender ausschickt, immer weiter steigt? Wie ist dann die Vermutung? Und die Beobachtung ist, dass es eben nicht so ist, dass wenn alle Hosts jetzt das steigen, es irgendwo zu einem gewissen Wert geht. Also was nicht passiert ist, dass es halt irgendwie steigt und dann ist ein Maximum erreicht, das, was eben die Router maximal zusammengenommen verarbeiten können, sondern die eigentliche Entwicklung ist eben so, dass wir erstmal geht es ganz gut, solange die Puffer noch nicht volllaufen, aber sobald die beginnen volllaufen, ist irgendwann so ein Höhepunkt erreicht. Und wenn man dann noch mehr Daten hineingibt, dann kommt es eben zu einem Abfall des effektiven Durchsatzes. Warum ist das so? Nochmal wieder die Wiederholung. Also bis hierhin sind die Puffer frei. Hier ist so ein Zwischenzustand erreicht. Und ab hier dominieren auch die Retransmissions und verstopfen das Netzwerk weiter. Warum ist es dann noch heikler, also noch schlimmer? Weil eigentlich wir nicht nur einen Router betrachten. Es kann ja sein, dass wenn jetzt der Knoten A über den Router 1 seine Nachricht schickt, sie aber in Router 2 stecken bleibt, und wird dann hier verworfen, dann hat ja das Paket von Host A nicht nur Router 2 belegt, sondern auch Router 1. Und selbst eine erfolgreiche Übermittlung über Router 1 hat dazu geführt, dass das Paket in Router 2 verworfen wurde. Und die Arbeit von Route 1 wurde damit ja auch
letztlich unnötig genutzt. Das heißt, je länger die Pfade sind, kann man sich dann so vorstellen, in jedem Router gibt es dann eine Wahrscheinlichkeit, dass das Paket verworfen wird. Je voller das Netzwerk ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Und dass eben das Paket durchkommt, ist bei jedem Router, dazu müsste es jeden Router passieren. Und die Wahrscheinlichkeit dazu ist, also je länger der Pfad, je mehr Router involviert sind, je stärker die ausgelastet ist, die sind, desto näher geht es dann gegen Null, dass dann überhaupt Pakete noch durchkommen können. Also es kann passieren, dass eben das gesamte Netzwerk damit beschäftigt ist, Retransmissions zu verarbeiten, die dann von nachfolgenden Routern dann doch verworfen werden. Also, und das nennt man Congestion Collapse, dass eben das ganze Netzwerk nicht mehr funktioniert, weil alle Knoten zu viel senden. Also Überlast ist relevant, das kann wirklich viel zerstören über das gesamte Netzwerk, im gesamten Netzwerk, nicht nur an einer lokalen Stelle, sondern im gesamten Netzwerk. Und daher muss es vermieden werden. Wie könnte man das angehen? Wie kann man Überlast regulieren? Eine Möglichkeit ist es, das Ende zu Ende zu machen. Das heißt, die Endgeräte werden dann in der Verantwortung, Überlast zu erkennen und darauf zu reagieren. Indem sie eben erkennen, da ist jetzt Paketverlust aufgetreten, wir haben erhöhte Verzögerungen und das macht auch TCP. Das werden wir uns dann gleich nochmal anschauen. Wir schauen uns aber vorher nochmal an, was gibt es denn für Alternativen? Die Alternative wäre, dass das Netzwerk erkennt, da ist ein Überlast. Also die Router, die wissen ja alle, mein Puffer ist voll. Und die könnten ja diese Informationen irgendwie weitergeben an den Sender. Und der Sender hätte dann explizit die Information aus dem Netzwerk, dass es gibt eine Überlast, das Netzwerk kann gerade so und so viel nur verarbeiten, reduziere bitte deine Last. Und das ist eine Möglichkeit, die diskutiert wurde, auch im Kontext eines expliziten Congestion Notifications, wo eben das Netzwerk einzelne Bits im Paketheader setzen kann, um eben zu signalisieren, dass dann Überlast vorliegt. Und es könnte dann auch eine explizite Senderate eben vorgeben, also nicht nur sagen, es gibt Überlast, sondern auch, wie viel maximal ertragen werden könnte. Wie könnte man das machen? Jetzt schweifen wir mal ab, also das ist jetzt nicht mehr unser IP-Netzwerk, sondern wir betrachten den Asynchronous Transfer Mode, Available Bitrate und schauen uns an, wie dort die Überlastkontrolle realisiert wird. Das war eine andere Netzwerkart, das war mehr so ein verbindungsorientierter Aufbau. Schauen wir uns mal an, wie die das realisiert haben. Okay, also dort wurde es so realisiert, dass man, ich glaube, das hatten wir ja anfangs in der Vorlesung genannt, dass wir diese zwei Arten von Netzwerken hatten. Einmal die paketbasierten, wo alles probabilistisch passiert, über die Router und den Puffern und sich die verschiedenen Eingänge den Übertragung teilen. Und die Alternative dazu war ja die die verbindungsorientierten Netzwerke, wo man erstmal einen Pfad reserviert, ja, das war das Stichwort bei ATM, und diese Reservierung wird dann aufrechterhalten für die kommende Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Und da hat man diskutiert, man könnte ja so ein Available Bitrate einfügen, dass man zwar eine Reservierung angibt, eine garantierte Rate hat, aber gerne darüber hinaus noch die Bandbreite genutzt werden kann. Also die Endgeräte können ruhig die Bandbreite so weit nutzen, wie sie wollen. Aber falls Überlast aufsteht, falls Überlast entsteht, würde man jede Verbindung auf seine Reservierung zurückfahren und eben dadurch die Überlast wieder reduzieren. Eine andere Möglichkeit ist es, sogenannte Resource-Management-Zellen zu verwenden. Das heißt, der Sender schickt ganz normale Datenzellen, ganz normale Pakete ab und es gibt bestimmte Felder eben in diesen Zellen, die geändert werden können von den Switches, also den Routern, die unterwegs sind. Und die Switches können dann angeben, dass eine geringe Überlast zum Beispiel stattfindet, also man ist beim Maximum angekommen, bitte nicht mehr weiter erhöhen, oder dass man sogar angibt, da ist eine Überlast da und man könnte da auch angeben, wie viel Bandbreite vielleicht genutzt werden könnte, aber man hat die Möglichkeit zu sagen, entweder bitte nicht mehr oder es ist schon zu viel.
Und sobald diese Zellen beim Empfänger ankommen, schickt er die zurück und der Sender weiß dann, aha, wirklich aus Informationen aus dem Netzwerk, das Netzwerk ist überladen, ich muss jetzt meine Geschwindigkeit anpassen. Das ist eine Alternative. Wie sah das dann aus? Also es gab explizite 2 Byte lange Felder in so einer Ressourcenmanagementzelle und diese RAM-Zellen wurden dann periodisch geschickt und der Router, die Switches hatten die Möglichkeit, die Felder in diesen Ressourcenmanagementzellen zu setzen auf die Werte, die sie bereit sind zu akzeptieren. Das heißt, der hier sendet hier vielleicht mit 2 Megabit pro Sekunde und der hier gibt an, ich kann aber jetzt nur noch 1 Mbit pro Sekunde vertragen. Und der nächste kann das entweder bestätigen und also unverändert lassen oder er kann angeben, ich kann noch etwas weniger, 0,8 Mbit und das Minimum setzt sich dann durch und dann am Ende kennt man die maximale Rate, die vom Gesamtpfad unterstützt wird. Okay. Genau, und wenn, genau, ferner gab es noch die Möglichkeit, also dass man diese RM-Zellen verwendet, um eben explizit zu benennen, wie viel Bandbreite man bereit ist zu tragen. Oder dass man über die Datenzellen geht, weil die haben nicht dieses ER-Feld, also Explicit Trade-Feld, sondern die haben nur ein Bit-Feld, also nur ein Bit, das gesetzt werden kann, das gesetzt werden soll, wenn es gerade überlastet ist. Und dann weiß der Empfänger, da weiß der Sender, okay, da ist wohl ein Überlast, ich muss jetzt herausfinden, wie viel Bandbreite darf ich jetzt maximal nutzen. Ich werde jetzt also demnächst eine RM-Zelle schicken. Okay. Das ist eine Option, aber eben nicht die, die von TCP verwendet wird. Das ist die Optionsklasse der intelligenten Netzwerke, die aktiv sich beteiligen an dieser Bandbreitenzuteilung und Sie sehen schon, da ist auch die Reservierung involviert gewesen. Und das hat sich letztlich nicht ganz durchgesetzt, ist aber immer noch, naja, es kommt teilweise wieder, da kann ich Ihnen am Ende der Vorlesung auch noch was dazu erzählen. Das Stichwort ist da Software-Defined Networks. Also früher hatte man diese zwei großen Lager, einmal die paketbasierten Netze, die ganz dumm sind und alles geschieht ja in den Endgeräten. Und auf dieser Seite ATM, wo das Netzwerk klug ist und interagiert und Reservierung verwaltet und alles. Jetzt gibt es leicht auch den Trend, das ist so ein bisschen off-topic, auch bei den paketbasierten Netzen, da etwas mehr Intelligenz in die Netze reinzubringen, indem man die Netzwerke software-defined macht. Das heißt, nicht mehr nur ganz stupide reagiert, sondern man möchte dazu übergehen, auch neue Strategien, neue Protokolle, neue ja, Verfahren für diese Low-Level-Netze auch per Software einfügen zu können. Und dann kann man natürlich etwas mehr machen, als nur die Endgeräte agieren zu lassen. Da kann das Netzwerk auch selbst aktiv werden. Aber das nur so am Rande. Schauen wir uns also an, wie geht TCP mit Überlast um? Also wir haben das Problem, dass wir eben irgendwo im Netzwerk ein Bottleneck haben. Und das ist nochmal der Unterschied zwischen Flow Control, also Flusskontrolle, und Überlast, also Congestion Control. Hier mal dargestellt an einem Wasserhahn mit einem Trichter. Und beim Flow Control ist es so, dass der Empfänger zu klein ist und der Empfänger muss kommunizieren, dass er nicht mehr empfangen kann. Dazu hatten wir das Receive Window kennengelernt. Darüber im TCP-Header ist ja das Feld für den Receive Window, da kann der Empfänger angeben, wie viel er noch bereit ist zu akzeptieren an Bytes, bevor weitere Acknowledgements oder eine Erhöhung notwendig sind. Okay, beim Congestion Control, also Überlastkontrolle, sieht es dann so aus, dass der Empfänger sehr viel empfangen kann, der Sender könnte auch sehr viel senden, aber irgendwo im Netzwerk gibt es einen Engpass und sowohl Empfänger als auch Sender müssen den erstmal erkennen, beziehungsweise der Sender muss den eigentlich erstmal erkennen. So, und wie kann man das erkennen? Achso, und wie wird das realisiert? Im Endeffekt führt beides zum selben. Das, worauf wir Einfluss haben, ist die Sendegeschwindigkeit des Senders. Im ersten Fall, also bei diesem Flow Control, der Flusskontrolle, passt der Sender seine Sendegeschwindigkeit, das heißt die Anzahl der
Segmente, die unbestätigt, also ohne Acknowledgement auf dem Band sind, also losgeschickt wurden, passt er so an, dass er das Receive-Window nicht überschreitet. Und beim Congestion Control, also Überlastkontrolle, gibt es auch ein Window auf der Senderseite und der passt seine Übertragungsgeschwindigkeit dementsprechend an, dass er eben dieses Congestion Window nicht überschreitet. Das heißt, wie sieht es dann aus? Jetzt müssen wir werden noch gleich sehen, was dieses Congestion Window macht, wie wir darauf kommen. Aber das Wichtige ist, dass auf der Senderseite es immer eine maximale Sende, es ein maximales Senderfenster gibt. Das ist von dem zuletzt unbestätigten, also das war unsere Base, dem ältesten unbestätigten Paket bis zu eben dem Max Window, also hier ist ja genau Last Byte Act. Das ist das Max Window, bis wie viele Bytes ich auf den Weg geben kann. Und von dem wurde dieser grüne Teil schon genutzt. Und der effektive Window, den ich noch nutzen kann, ist eben der verbleibende. Und mein Max Window als Sender ist entweder so groß, also das Minimum des Receive Windows. Ich darf nicht mehr auf das Band setzen, als der Receiver angegeben hat. Und ich darf auch nicht mehr aufs Band setzen, als dieses Congestion Window angibt, dass das Netzwerk vertragen kann. Okay, also wie viel darf ich dann letztlich auf abschicken, aufs Band setzen? Das ist hier mal ganz kompliziert mathematisch zusammengefasst. Max Window minus dem, was Sie schon abgeschickt haben. Also das Grüne, das ist Last Byte Send minus Last Byte Act. Das ist das, was Sie schon abgeschickt haben. Und das ist natürlich schon verbraucht. Und dann das Effective Window, das, was übrig geblieben ist. Okay, wie kommen wir also auf das Congestion Window? Wie erfährt der Sender, wie viel das Netzwerk durchlassen würde? Okay, bauen wir das mal nach und nach auf. Also nochmal, was wir auf jeder Zeit machen müssen, ist, dass wir die Anzahl der Bytes, die auf dem Band sind, also die abgeschickt wurden ohne Acknowledgement, das darf das Congestion Window nicht überschreiten, das Receive Window zwar auch nicht, aber das darf es nicht überschreiten. Und dass wir die Rate so anpassen, genau, das wird immer pro Roundtrip Time gemessen. Also ein Congestion Window ist ja eine Menge von Bytes, ja, die wir noch potenziell abschicken können. Pro Roundtrip Time, das ist ja auch irgendeine Zeit. Und wenn Sie eine Anzahl von Bytes durch eine Zeit dividieren, dann haben Sie als Einheit Byte pro Sekunde und es gibt eben die Übertragungsrate an, weil der Sender wird immer versuchen, sein komplettes Congestion Window bzw. maximal Receive Window auszunutzen. Und das heißt, er wird immer, nehmen wir mal in diesem Beispiel, immer das Congestion Window, so viele Bytes pro Roundtrip Time aufs Band setzen. Ja. Okay. Und das Congestion Window muss natürlich dynamisch sein. Also das Netzwerk ist mal beladen, mal weniger beladen und wir wissen auch nicht, wo denn der Bottleneck ist. Also es kann sein, dass Sie irgendwelche Gigabit-Anbindungen haben, aber über irgendein Zwischensegment eines Pfades in der Übertragung ist dann ganz schmalbandig und dann müssen Sie sich theoretisch an diesen Bottleneck im Netzwerk herantasten. Also man muss ein Verfahren finden, wie man eben herausfindet, wie ist denn die maximale Durchgangsleistung des Netzwerks. Also es muss dynamisch sein und es eben erkennen. Wie können wir jetzt also Überlast erkennen? Das heißt, wir wollen Überlast erkennen, wir wollen uns herantasten. Wie können wir das erkennen? Entweder es erfolgt ein Timeout, das ist ja ein eindeutiges Zeichen, da ist ein Paket verloren gegangen. Weshalb geht ein Paket verloren? Zumindest in Kabelnetzen, weil eben der Puffer vollgelaufen ist und es Überlast gibt. Oder der Empfänger hat mit drei doppelten Acts signalisiert, dass sein Paket verloren gegangen ist. Und was macht er dann? Das ist der Anpassungsprozess, dass er sein Congestion Window anpasst und eben berücksichtigt, aha, da ist jetzt Überlast, ich habe jetzt sowas wie ein Bottleneck erkannt. Ich sende also zu stark aktuell, so dass meine Pakete verloren gehen. Deshalb muss ich meine Sendeleistung reduzieren und ich muss meine Congestion Window reduzieren. Wenn ich mein Congestion Window reduziere, dann passt sich dadurch auch meine Übertragungsrate an, weil ich setze weniger Bytes pro Roundtrip Time aufs Band.
Okay. Schauen wir uns also an, wie TCP das macht, und da lernen wir dann die Stichworte Additive Increase, Multiplicative Decrease kennen. Wir lernen Slow Start kennen und was wir bei Timeout machen. Einmal zu dem Additive Increase, Multiplicative Decrease. Wie sollen wir das Congestion Window anpassen? Ja, also nehmen wir mal an, wir gingen von irgendeiner aus, ja, irgendeine Fenstergröße, wie viele Bytes wir pro Roundtrip Time aufs Band setzen, also abschicken. Und wir suchen jetzt überschüssige Bandbreite. Das heißt, wir wollen so langsam an den Bottleneck herantasten und sagen wir mal, unser Maximum, das eigentliche Bottleneck liegt irgendwie hier. Dann wollen wir quasi herausfinden, wie wir, also wir müssen uns ja da herantasten. Und da gibt eben dieses Additive Increase, Multiplicative Decrease die Strategie an, wie das Congestion Window angepasst werden soll, damit wir das finden. Also das bedeutet, was heißt das? Also wir erhöhen unser Congestion Window pro Roundtrip Time um eine Maximum Segment Size, das heißt um ein Paket, also ein Segment, ne, das ist ja das, was wir eigentlich verschicken. Und das ist in der maximalen Größe limitiert, 1500 oder so. Und pro Roundtrip-Time senden wir ein Paket mehr. Das heißt, wir erhöhen unser Congestion-Window, ausgedrückt in Bytes, um die Maximum Segment-Size, das ja auch eine Byte-Anzahl angibt. So, also wir sagen mal, wir kommen hier hinten her, irgendwie bei 0 ging es los und wir haben hier additiv immer erhöht. Es gab keinen Paketverluste pro Roundtrip-Time. Pro erfolgreichen Roundtrip-Time kriegen wir ein Acknowledgement. Wir erhöhen unser Congestion-Window, senden immer mehr pro Zeiteinheit, pro Roundtrip-Time. Und hier gibt es dann den ersten Verlust. Dann multiplikativ Decrease, dann halbieren wir. Also vorher haben wir plus ein Paket, jetzt setzen wir die Anzahl der Pakete, die wir pro Roundtrip-Time versenden, auf die Hälfte. Und dann tasten wir uns wieder heran. Additiv ein Paket pro Roundtrip-Time, bis wieder ein Verlust auftritt, dann halbieren wir das Ganze wieder. Sie sehen, ergibt so einen Sägezahnverlauf, weil wir uns immer langsam herantasten und dann aber drastisch auf die Hälfte fallen. Wir werden gleich sehen, warum das so gemacht wird, weil man könnte es ja auch anders machen. Man könnte ja auch sagen, wir haben Additive Increase und Additive Decrease, also irgendwie, dass wir... Wenn wir Verlust erkennen, dann gehen wir einfach ein Paket wieder zurück. Müsste dann doch so sein, dass wir dann quasi hier oben ankommen und dann nur noch hier oben herum wackeln. Das hat aber negative Effekte, das werden wir gleich uns nochmal ansehen, warum das nicht so gemacht wird. Kommen wir noch dazu. Wir schauen uns erstmal diese Phase an. Das ist irgendwie nachteilig. Nehmen Sie mal an, Sie haben... eine Gigabit-Verbindung, mit welchem Congestion Window sollen Sie beginnen? Mit einem Paket pro Roundtrip-Time und dann dauert es ja ewig, bis Sie quasi Ihre Gigabit-Verbindung ausgenutzt haben. Das dauert dann sehr, sehr lange. Das heißt, da gibt es den Stichwort Slow Start. Und das hat mich damals als Student immer verwirrt, weil das Verfahren, um das zu beheben, den Slow Start, heißt Slow Start. Ja, aber es führt eigentlich dazu, dass es schneller wird. Also das ist für den Slow Start. Das ist, macht nicht den Start slow. Ja. Also wir sind in dieser langsamen Periode. Ja. Wir wollen uns gerade im Beginn, da wollen wir schnell Erfolg haben. Wir wollen schnell uns näher an das Ziel heranpirschen und nicht Byte für Byte oder Paket für Paket uns an die maximale Obergrenze eines Gigabits pro Sekunde herantasten. Das heißt, wie geht man davor? Da beginnt man schon so, dass man mit einem Maximum Segment Size beginnt, also ein Paket pro Roundtrip Time. Das heißt, initial vielleicht bei 500 Byte Maximum Segment Size und 200 Millisekunden hat man eine initiale Rate von 20 Kilobit pro Sekunde. Und würden Sie jetzt in 500 Byte Schritten pro 200 Millisekunden das erhöhen, das heißt, 2,5 Kilobyte pro Sekunde, dann wird es schon eine ziemlich lange Zeit dauern, bis Sie bei einem Gigabit oder bei 10 Gigabit oder was auch immer es gibt, ankommen. Das heißt, da setzt jetzt dieser Ansatz an. Und zwar erhöht sich die Rate anfangs exponentiell, bis es zum ersten Verlust kommt.
Was heißt exponentiell? Exponentiell heißt, dass wir erstmal mit einem Paket beginnen. Sobald es bestätigt wurde, verschicken wir pro Zeiteinheit zwei Pakete. Okay. Danach verschicken wir vier Pakete, dann acht Pakete, dann 16 und so kommen Sie viel schneller eben an Ihre Zielgeschwindigkeit heran. Wie ist da die Logik? Die Logik ist, dass Po Acknowledgement, also das ist das Ziel, dass sich dieses Congestion Window in jeder Roundtrip Time verdoppelt, bis wir eben einen Verlust erkennen. Ja. Was ist das Ergebnis? Das wächst anfangs gering, aber dann halt immer schneller und das geht schon ganz gut. Also wenn Sie so eine TCP-Verbindung aufbauen, dann sind die ersten Pakete, die Sie austragen, sehr langsam, austauschen sehr langsam. Das ist vielleicht erstmal etwas nachteilig, aber je länger Ihre Verbindung geht, desto mehr werden Sie davon profitieren, weil eben schnell die Zielgeschwindigkeit erreicht ist und Sie dann dort oben verbleiben. Wie ist da die, oder wie lang soll man wachsen? Also, wie geht es dann weiter? Wir setzen uns erstmal, also, wir erleben unser erstes Verlustereignis, ja, das heißt, wir sind ein junges TCP-Paket und verwenden jetzt das Verfahren vom Slow Start, das heißt, in der ersten Roundtrip-Time-Zeit senden wir nur ein Paket, im nächsten versenden wir zwei Pakete, danach vier, danach acht. Und wie weit geht das? Also irgendwo muss das ja stoppen. Und entweder kommt es dann schon zu einem Verlust, oder wir hatten vorab einen Threshold, einen Schwellwert gesetzt, der aber auch dynamisch ist. Und ab da geht es dann weiter mit Additive Increase, Multiplicative Decrease. Also hier ist es exponentiell, ab hier ist es additiv im Wachsen und hier findet dann ein Verlust statt. Und dann gibt es jetzt, ich will Sie jetzt noch nicht ganz verwirren, gehen wir erstmal vom einfachsten Fall aus. Im einfachsten Fall, also TCP Tahoe, also ist eine Version von TCP, würde man dann von 1 wieder beginnen. Und dann tastet man sich, also in den Threshold hat man so gesetzt, dass er auf der Hälfte des ehemals maximalen, der maximalen Congestion Window gesetzt ist. Das heißt, wir hatten hier vorher 12 Segmente, also Pakete pro Roundtrip Time. Und danach wird bei Verlust der Wert auf 6 gesetzt. Kommen wir noch gleich zu der anderen Version. Okay. Ich suche noch den einen Moment. Okay, gehe ich nochmal hier hin. Also, wie wird das dann realisiert hier? Und zwar, genau, das habe ich gesucht. Also, wie wird das realisiert, dass das immer additiv, dass es immer exponentiell wächst? Und zwar pro Acknowledgement, das ankommt. Also, hier bekomme ich ein Acknowledgement. Hier hatte ich mein Congestion Window von 1. Ja, und bei eingehendem Acknowledgement, pro Acknowledgement, ja, für jedes erhaltene Acknowledgement erhöhe ich es um 1. Das heißt, ab hier habe ich ein Congestion Window Size von 2. Dann schicke ich zwei Segmente raus, kriege hier ein Acknowledgement, setze es auf 3 und hier habe ich 4. Also das heißt, ich kann 4 maximal auf den Weg schicken, ohne dass ein Acknowledgement da sein muss. Hier kommen dann später dann die 4 Acknowledgements ein und dann setze ich mein Congestion Window auf 5, 6, 7, 8. Also jedes Acknowledgement wird zu einer Erhöhung des Congestion Windows beitragen, bis wir eben unser Threshold erreicht haben und ab da steigt es nur noch additiv. Das heißt, da müssen wir betrachten, wie war unser Congestion Window vorher, also wie viele Segmente haben wir vorher aufs Band gesetzt und pro Roundtrip Time dürfen wir also dieses Congestion Window nur noch um 1 weiter erhöhen. Okay, wie erkenne ich jetzt Verlust? Und das unterscheidet auch, ob man jetzt auf 1 fällt oder was anderes. Wenn ich jetzt drei doppelte Acknowledgements bekomme, das geht ja oft sehr schnell, weil ein Timeout dauert immer länger, also ich bekomme jetzt drei doppelte Acknowledgements, dann würde man den Congestion Window halbieren, also multiplikativ
senken und setzt den Threshold auf diesen Wert. Ja, also das haben wir hier nochmal dargestellt. Wenn wir jetzt eine dreidoppelte Axt bekommen an dieser Stelle, dann würden wir hier herunterfallen, unser Threshold eben auf diesen Startwert setzen und dann immer ab da weitergehen. Fenster, also dieses Congestion Window wächst danach linear, also das ist dieses TCP Reno bei einem 3-Doppel-Axt. Wenn wir aber ein Timeout bekommen würden, dann setzen wir unser Congestion Window auf 1, also auf eine Maximum Segment Size. Dann würden wir wirklich auf fast 0 wieder fallen und wir setzen unser Threshold auf den alten Congestion Window Wert. Also unser Threshold setzen wir immer auf die Hälfte des alten Congestion Window Wertes. Die Frage ist eben nur, ob wir auf 1 zurückspringen oder ob wir auf diese Hälfte zurückspringen. Und nach dem Timeout versuchen wir wieder schnell aufzuschließen und das heißt erstmal wieder exponentiell steigen, bis wir das Threshold erreicht haben und danach linear. Das heißt, hier ist nochmal dargestellt, Fall Nummer 1. Wir haben die 3-Doppel-Axt, wir setzen in jedem Fall unser Congestion Window auf den, unser Threshold auf die Hälfte des Congestion Windows. Und wenn es zwei Doppelachs waren, dann geht es ab hier weiter linear. Und wenn es ein Timeout war, dann beginnen wir hier mit unserem Slow Start, bis wir unser Threshold erreichen und danach auch wieder linear. Okay. Warum macht man das? Also das mit den drei doppelten Achsen, das ist okay. Also die Nachrichten werden immer noch zugestellt, das ist etwas, also das Netzwerk ist nicht so ganz überlastet, das heißt, da kann man ruhig etwas höher, also man muss nicht so stark die Bandbreitennutzung reduzieren, nur auf die Hälfte. Ein Timeout ist aber schlimmer, also das dann heißt es ja, der ganze Puffer ist voll und es kommt gar keine Nachricht mehr an, nicht mal ein Acknowledgement kommt dann zurück. Das ist also daher schlimmer und deshalb beginnt man wieder ganz von vorne. Also, welche Phasen haben wir? Wir haben einmal diese Slow-Start-Phase. Ich glaube, hier kommt gleich ein Bild. Einen Moment. Einen Moment. Hier gab es ein ganz nettes Bild dazu. Kommt am Ende. Gut. Also, was haben wir? Wir haben erstmal die Slow-Start-Phase, wo wir bei 1 beginnen. Maximum Segment Size von 1. Das ist, solange unser Congestion Window kleiner ist als unser Threshold. Und unser Threshold ist irgendwo hier. Und dann steigen wir eben exponentiell, bis wir unser Threshold überschreiten. Okay, wenn wir größer sind als der Threshold, dann sind wir in der Congestion Avoidance Phase. Und ab da geht es dann linear weiter. Ja. Und jetzt kann es eben passieren, dass wir 3 Duplicates X bekommen. Dann fallen wir immer auf die Hälfte zurück, setzen unser Threshold jetzt auf den neuen Wert, gehen ab da aber linear weiter. Anders als beim Timeout, wenn wir auch den Threshold auf diese Hälfte setzen, aber von unten dann beginnen. Wir beginnen wieder bei der 1 nach dem Timeout, würden aber dann auch hier wieder mit dem Slow Start beginnen und exponentiell steigen. Und danach wieder linear. Okay, und über diese Mechanismen, also da kommt der Empfänger gar nicht zum Tragen, das ist nur der Sender, der für sich prüfen kann, kommen diese Duplicates-Acts oder Timeouts und der Sender würde sein Sendefenster dementsprechend anpassen. Genau, hier nochmal vom Meller, das was eben da nur aufgeschrieben war, also beim Slow Start rechnen wir pro Acknowledgement, also wenn ein Acknowledgement ankommt, ein weiteres Paket hinzu, ein weiteres Maximum Segment Size, sodass pro Acknowledgement, also nach eben es um eins wächst oder und in Summe pro Roundtrip Time unser Congestion Window sich verdoppelt. Wenn wir in der Congestion Avoidance Phase sind, dann rechnen wir nur pro Roundtrip Time ein Wert hinzu, das heißt, das wird dann eben so gewichtet, dass in der Summe nach der Roundtrip-Time unser Maximum Segment Size, unser Congestion Window nur mal in Maximum Segment Size steigt. Wenn wir
diese drei Doppelnecks haben, dann halbieren wir, also den Threshold setzen wir immer auf die Hälfte des ehemaligen Congestion Windows, das ist in jedem Fall so. Und unser Congestion Window beginnt entweder bei der Hälfte des ehemaligen oder eben bei 1, wenn wir einen Timeout hatten. Okay, und wenn wir ein doppeltes Eck empfangen, den Fall haben wir noch nicht besprochen, also für ein Paket, das wir schon acknowledged bekommen haben, zu dem wir schon das Congestion Window angepasst haben, dann passen wir unser Congestion Window nicht ein zweites Mal an, sondern zählen einfach hoch, wie viele Acknowledgements wir dafür schon bekommen haben. Okay. Gut. Ganz viele Beispiele. Sie können sich überlegen, also je mehr Folien es pro Thema gibt, desto relevanter wird das. Und desto wichtiger ist es, dass Sie es verstehen. Ja, und desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie das nochmal wiedersehen. Okay, also wir haben hier nochmal als Beispiel, wir schicken ein Segment, wir haben Congestion Window Size von 1, das wird bestätigt, das ist ganz schön. Pro Acknowledgement erhöhen wir ja in unserem, wir haben, sagen wir, unser Threshold noch nicht erreicht, also deshalb erhöhen wir unser Congestion Window, schicken jetzt zwei Segmente los, bekommen wieder beide bestätigt, erhöhen wieder die Congestion Window um zwei Maximum Segment Size und dann schicken wir vier los und so geht es dann weiter. Okay. Wenn wir unser Threshold erreicht haben, kriegen wir zwar immer noch dieselben, jetzt in diesem Fall 8 Acknowledgements rein, aber wir wechseln ja, wir erhöhen unser Congestion Window jetzt nicht mehr pro Acknowledgement, sondern eben so dementsprechend, dass wir 8 Acknowledgements brauchen, bis wir eine Erhöhung haben auf 9. Das heißt, jedes Acknowledgement wird mit dem aktuellen Congestion Window gewichtet und erst wenn wir 9, also in diesem Fall 9 Acknowledgements zusammen haben, dann erst wird unser Congestion Window um ein Maximum Segment Size wieder erhöht, sodass wir auf 10 kommen. Okay. Wie ist dann der Durchsatz? Also wenn wir uns dann dieses Verhalten anschauen, wie gut nutzen wir dann jetzt die vorhandenen Kanäle? Das heißt, wie ist unser durchschnittlicher TCP-Durchsatz bei gegebener Fenstergröße und Roundtrip-Time? Okay, nehmen wir also mal an, wir wollen, wir haben hier eine Übertragung, Moment, hier wächst unser, einen Moment. Nehmen wir mal an, wir gehen jetzt von dem Punkt aus, wo wir beim Maximum unserer Übertragungsleistung sind. Das wäre hier mal das Congestion Window. Ja, also das ist die Fenstergröße, wenn das Verlustereignis eintritt. Wie wir dorthin gekommen sind, ignorieren wir mal. Was passiert dann? Dann ist ja, also wenn wir alles Slow Start und so ignorieren, dann ist an diesem Zeitpunkt, was bedeutet das? Wir senden pro Roundtrip-Time Congestion-Window viele Bytes auf das Band. Das heißt, unser Durchsatz an diesem Zeitpunkt vor dem Verlust ist Congestion-Window geteilt, also das ist eine Anzahl von Bytes, geteilt durch Roundtrip-Time, das ist eine Anzahl, also eine Zeitangabe und das ist eben eine Übertragungsrate. So, und an diesem Punkt, wenn jetzt der Verlust eintrifft, dann reduzieren wir das ja auf die Hälfte, also das ist hier irgendwie 0, das hier ist maximales Congestion Window und das ist jetzt hier 1,5. Dann sind wir bei 1,5 und dann geht es wieder linear erstmal hoch, bis wir wieder unser Congestion Window erreichen, bei, wo sagen wir mal, das Limit ist und dann fällt es wieder auf 1,5. Dann wieder auf 1, dann wieder auf 1,5. Sorry, das ist falsch gezeichnet. Einen Moment. Ich kann mich da ruhig korrigieren. So, also wir fallen auf 1,5 und beginnen hier wieder hoch. Wir fallen auf 1,5, gehen wieder hoch, fallen auf 1,5, gehen dann wieder hoch. Und der Durchschnittswert bei diesem ist letztlich der Durchschnittswert über diese lineare Steigung und der ist hier bei 0,75. Hier wieder bei 0,75. Also wir haben im Durchschnitt genau 0,75 mal Congestion, also maximal Congestion Window geteilt durch Roundtrip Time. Das heißt, unser verfügbarer Kanal ist zu 75%
idealerweise ausgelastet. Ist zwar nicht perfekt, aber dennoch ganz gut. Und es kommt noch eine wichtige Eigenschaft hinzu, die werden wir uns dann noch ansehen, die vor allem wichtig ist, wenn wir mehrere Nutzer dieses Kanals haben und mehrere Übertragungen gleichzeitig stattfinden. Erstmal noch ein anderer Punkt. Was das denn bedeutet? Also was passiert, wenn wir Leitungen haben mit einer hohen Rate und die vielleicht auch recht lang sind? Also wenn wir jetzt so ein Segment, das Maximum Segment Size von 1500 Byte haben, Roundtrip Time von 100 Millisekunden und wollen 10 Gigabit Durchsatz, dann würde das, um diese 10 Gigabit gut ausnutzen zu können, bedeuten, dass wir 83.000 mal Maximum Segment Size aufs Band legen können müssen. Das heißt, diese Congestion Window Size müssen wir irgendwie erreichen, um die 10 Gigabit ausnutzen zu können. Nun gibt es aber auch einen Zusammenhang, wann tritt denn Verlust anderweitig auf? Also nicht nur durch Überlast, sondern auch durch physikalischen Verlust. Also welche Verlustrate dürfen wir haben, um das zu akzeptieren? Und da gibt es eine Formel des Durchsatzes in Abhängigkeit von der Verlustrate. Da kommt hinein der Maximum Segment Size, der Roundtrip Time, aber auch die Verlustwahrscheinlichkeit in der Wurzel. Das heißt, wir bräuchten da eigentlich eine Verlustrate, die maximal 2 mal 10 hoch minus 10 ist. Und das ist schon sehr gering. Also eigentlich ist es sehr schwierig, das zu erreichen, dass wirklich nur jedes 10 Milliardste Paket verloren geht. Und in diesem Fall würde eben TCP nicht sehr gut arbeiten, weil es immer schnell auf die Hälfte zurückfällt und wir nicht unseren maximalen Durchsatz wirklich gut bedienen können. Also da gibt es auch noch neuere Versionen für TCP, die etwas besser mit einzelnen Paketverlusten zurechtkommen. Aber das werden wir jetzt hier nicht so ganz thematisieren, nur dass in Zukunft langfristig da Lösungen kommen werden, die eben mit solchen hoch, also mit Leitungen zu hohen Raten umgehen können. Weil ein einziges Paket, das die gesamte Bandbreite dann halbiert, ist nicht ideal, wenn wir so viele Pakete aufs Band senden. Okay. Schau, ich habe hier noch angekündigt, warum ist diese 0,75, also diese 75% Auslastung der Leitung, warum ist die dennoch gut? Also es ist ja keine 100%, wir haben es nicht wirklich ans Ideale herangefasst, aber 0,75 ist dennoch ganz gut. Und zwar ist es wichtig, wenn wir betrachten, dass wir auch noch andere Nutzer auf der Leitung haben und wie mit denen umgegangen wird. Und da gibt es das Stichwort TCP-Fairness. Also TCP-Fairness bedeutet oder hat das Ziel, dass wenn wir K viele Sitzungen haben, dann soll jeder ein Kartel, ja, dann soll jeder Sender ein Kartel der verfügbaren Bandbreite beziehen. Also wir haben K viele TCP-Sitzungen, wir haben eine Bandbreite von R, dann soll jeder eine durchschnittliche Rate von einem Kartel der maximalen Bandbreite erreichen. Das heißt, wenn wir hier zwei Sender haben, dann sollen natürlich die Hälfte bekommen jeweils. Wenn wir drei haben, ein Drittel. Wenn wir vier haben, ein Viertel. Wie ist es denn bei UDP nochmal zwischengefragt? Haben wir da auch so ein Ziel? UDP-Fairness, gibt es das auch? Nochmal der Use Case. Also wir haben hier einen, der möchte gern was mit 10 Megabit senden. Einen hier mit 2 Megabit pro Sekunde. Hier gibt es einen Durchsatz von, keine Ahnung, 1 Mbit. Das sind die initialen Sende. Also das ist das, was die gerne als Ziel haben. Was würde denn bei TCP jetzt passieren? Welches Verhalten wünschen wir uns denn? Ja. Ja, okay, das, was zuerst ankommt, wird zuerst weitergeschickt. Jetzt schicken die aber alle so viel, dass eigentlich dieser Engpass am Router vollläuft und Pakete gehen verloren. Was passiert denn dann?
Ja. Ja, und dann, was machen wir dann? Also, okay, bei UDP passiert nichts, genau, bei TCP. Genau, also das bei TCP würde es sich eben so reduzieren, dass beide jeweils die Hälfte der maximalen Bandbreite nutzen. Und das ist eben das TCP-Friendliness, dass unabhängig davon, wie viel die eigentlich an Bedarf haben, bekommen sie jeweils den gleichen Anteil der Bandbreite. Bei UDP würde man einfach den Router sinnlos volllaufen lassen. Okay, das heißt, wie wird diese TCP-Friendliness erreicht? Da schauen wir jetzt mal diese Darstellungsform an. Und zwar erstmal nur für zwei Sender. Wir haben hier einmal den Sender 1, also Verbindung 1, Verbindung 2. Und die gerechte Aufteilung ist quasi hier, also das in der Mitte. Das heißt, entweder bekommen beide, R ist ja unser Maximum. Das würde im unfairen Fall bedeuten, Verbindung 1 kriegt alles und Verbindung 2 ist beim Wert 0. Oder im anderen unfairen Fall, Verbindung 2 bekommt alles und auf der X-Achse gesehen ist Verbindung 1 mit 0 abgespeist. Und die faire, gerechte Aufteilung ist, dass beide eben gleich viel bekommen und das ist halt hier auf beiden Seiten jeweils gleich, ne? Und das ist das Optimum, was wir erreichen können, dass beide hier ein halb R haben und hier auch ein halb R. Und das wollen wir erreichen. Und jetzt hatten wir aber das Beispiel mit dem 10 Megabit und den 2 Megabit. Das heißt, es gibt unterschiedliche Beginne, wo die Sender hin wollen. Oder es kann ja auch sein, dass einer schon sendet und jetzt kommt, also zwei schon senden, die haben schon auf ein halb geeinigt und jetzt kommt der dritte dazu. Da müssen die sich ja auch nochmal anpassen. Und eben wir schauen uns mal an, wie dieses Additive Increase sich auswirkt und das Multiplicative Decrease sich auch auswirkt. Ich werde jetzt Grafiken weg. Moment. Okay, das heißt, wir beginnen irgendwo. Wir haben jetzt den Beginn hier so markiert. Das heißt, R1 hat aktuell vielleicht die Hälfte gehabt und jetzt kommt noch der zweite Knoten dazu. Und der hat eben diesen Wert hier. Ja, also der hat diese Entsprechung an Bandbreite und R1 hat diese Entsprechung an Bandbreite. Wenn jetzt das für beide gut läuft, ja, dann erhöhen sie ja beide einfach additiv ihr Sendefenster. Also ihr Congestion Window wächst. R1 erhöht es, geht also einen Schritt nach rechts und R2, also Verbindung 2 erhöht es. Danach, nach wieder einem Roundtrip Time, war das für beide positiv. Also Verbindung 1 kriegt mehr Bandbreite, Verbindung 2 kriegt mehr Bandbreite. Und das geht so lange gut, also dieses unfaire Verhältnis bleibt bestehen, solange alle genug Bandbreite haben, weil alle kriegen immer mehr. Bis wir eben die verfügbare Bandbreite überschritten haben. Was passiert dann? Dann wird das bei beiden halbiert. Bei R1 wird das halbiert auf diesen Wert und also bei der zweiten Verbindung wird es halbiert werden auf diesen Wert. Das heißt, wir kommen jetzt hier an. Jetzt geht es ebenso weiter wie vorher. Wir wachsen, solange wir noch Bandbreite haben. Hier findet Congestion statt und dann wird wieder halbiert auf beiden Seiten. Und wenn das hin und her geht, dann sehen Sie, dass sich das immer mehr dieser gerechten Aufteilung annähert, weil eben auf der Verbindungsseite, die mehr nutzt, also unfairerweise mehr Bandbreite nutzt, die Reduktion viel größer ist als bei dem, die auf der der vorher schon weniger bekommen hat. Und diese neue verfügbare Bandbreite wird wieder zu beiden Teilen gleich aufgeteilt. Und eben so nähern wir uns immer weiter der gerechten Verteilung an. Das heißt, wenn wir jetzt irgendeine andere Aufteilung hätten, hier haben wir die Verbindung X und Y. Und wenn wir uns mal anschauen, wie sieht es aus bei dem herausgehenden Verteilungen zu den Empfängern. Dann beginnen wir für auch hier erstmal mit dieser unfairen Verteilung, aber mit jedem Verlust wird ja bei beiden das halbiert. Es steht
Und der verfügt, der dadurch frei gewordene, die frei gewordene Bandbreite wird dann wieder zu gleichen Teilen aufgeteilt. Aber eben der vorher mehr hatte, gibt mehr ab. Und sein Anteil wird jetzt dem anderen eher zugeschlagen. Okay, und das führt halt eben dazu, dass nach mehreren Schritten, nach mehreren solchen Anpassungen, es ein faires, eine faire Verteilung sich einpendelt und egal, jetzt nicht nur nicht nur bei zwei Verbindungen, sondern auch bei mehr Verbindungen, jeder wirklich seinen Anteil am Ende bekommt, und am Ende sie alle gleich bedient werden. Hier nochmal zeitlich dargestellt mit zwei verschiedenen. Also, das ist jetzt dieses Additive Increase, Multiplicative Decrease, die beginnt bei unterschiedlichen Zeiten, jetzt mal eben über die Zeit hinweg dargestellt. Bei dem ersten Verlust halbieren sie zwar alle ihre Werte, aber sie sehen, das ist jetzt hier deutlich, der Rote hat deutlich mehr abgegeben, das dann beiden wieder an beide verteilt wird und das pendelt sich ein und beide bekommen irgendwann dieselbe Bandbreite zugeordnet. Wenn man jetzt das anders realisieren würde, also nicht Additive Increase, Multiplicative Decrease, kann man sich das ja auch mal anschauen, wie würde es sich das denn verhalten? Also zum Beispiel Additive Increase, Additive Decrease, ja. Das wäre ja initial auch, habe ich ja kurz in den Raum geworfen, wenn wir ja eine Bandbreite haben und wir wissen, sagen wir mal, das ist unsere Zielbandbreite von 1 Gigabit, dann wäre doch ganz gut, wenn wir uns da herantasten und dann nur dort oben herum wackeln. Dann würden wir die Bandbreite ja besser ausnutzen als diese 75% von TCP. Aber der Nachteil ist eben in diesem Fall gelegen, wenn wir jetzt so ein Ungleichgewicht haben zwischen X hat jetzt hier wenig Bandbreite, Y hat viel Bandbreite. Und es kommt zu einem Verlust, also die bekommen beide jeweils mehr Bandbreite, bis eben diese Congestion-Situation eintrifft und Pakete verloren gehen. Dann würde es einfach wieder zurückgehen. Und dann wieder hin und wieder zurück. Und das ändert sich dann eben nicht. Und die Knoten, die mit einer hohen Sendeleistung beginnen, die haben letztlich davon profitiert. Und es ist ein unfaires Verhalten. X und alle anderen neuen Knoten, neuen Teilnehmer, die hinzukommen, die bekommen keinen Anteil mehr von der Bandbreite. Genau. Und das ist halt eben der unschöne Effekt. Man könnte zwar für einzelne Übertragungen vielleicht eine höhere Effizienz rauskriegen, aber für die Kombination der verschiedenen Verbindungen würde es eben diesen unerwünschten Effekt der Unfairness behalten. So würde es dann zeitlich aussehen, also der X und Y als Verbindung hier unten aufgetragen, Y hat eine höhere Verbindung, eine höhere Congestion Window am Anfang. Und wenn wir es einfach nur jeweils um ein Paket hier Roundtrip Time erhöhen oder senken, bei Verlust, dann wackeln die alle in ihrem Bereich, in ihrem Schlauch da herum. Aber es findet kein Fairness statt. Okay, mal etwas zum Thema Fairness. Genau, UDP hatten wir nochmal angesprochen. UDP möchte das, wird hauptsächlich eher von Multimedia-Anwendungen eingesetzt, ja, wo man eben genau will, dass eine feste Rate zugestellt wird und nicht reduziert wird. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten also typische Fälle sind eben Voice over IP oder Video. Und zwei Aspekte sind da wichtig. Einmal, die Wiederholung der Übertragung ist nicht wichtig bei Voice over IP oder bei Live-Video. Was einmal gewesen ist, können Sie später nicht mehr in den Datenfluss einbauen. Also Wiederholungen sind sinnlos. Und zweitens, die Anpassung der Datenrate ist auch nicht wirklich gewünscht, weil wenn jetzt bei Voice over IP zum Beispiel die Sprachkommunikation in 20 Millisekundenschritten aufgezeichnet wird und es dann verschickt wird, dann können Sie nicht, weil das Netzwerk jetzt etwas voller ist, weniger Daten senden oder die Zeiten, in denen aufgenommen wird, weiter strecken. Das würde das alles verkomplizieren. Es ist ja wichtig, die Zeitanforderung ist wichtig und diese Rate will man einhalten. Konstante Rate im Netz, genau. Auch wenn Verlust auftritt, das ist egal. Wir wollen immer die aktuellsten Informationen in diesen Streaming-Häppchen. Man kann dennoch sich aber anschauen, wie kann man das friendly machen, aber das ist eigentlich schwer. Also ist nicht so richtig möglich. Okay, ein anderer Punkt. Jetzt hatten wir ja besprochen,
dass die TCP-Verbindungen untereinander ja fair aufgeteilt sind. Aber es kann ja sein, man kann das dennoch ausnutzen und unfair werden, wenn man auf der Anwendungsebene gegensteuert. Und da gab es früher die sogenannten Download-Manager, die wie folgt vorgegangen sind. Also wenn wir vorher den Fall haben, wir haben hier zwei Verbindungen, die sind an einem Router, beide kriegen einen halb. Ja. Jetzt wollen sie aber mehr Bandbreite haben, dann hat Ihre Anwendung, also ist Ihre Anwendung hier, einfach mal 10 Verbindungen aufgebaut. Und dann hätten wir hier, oder sagen wir 9 Verbindungen, dann hätten wir hier 9 Zehntel und da nur ein Zehntel. Weil alle TCP-Verbindungen, unabhängig von wo sie kommen, bekommen ja denselben Anteil. Das heißt, je mehr TCP-Verbindungen Sie aufbauen, desto mehr Bandbreite bekommen Sie, desto mehr besser profitieren Sie davon. Das war so der Grundgedanke der Download Manager früher, als man noch Bandbreitenprobleme hatte und Dateien runterladen wollte. Wurden einfach Parallelverbindungen aufgebaut. An verschiedenen Punkten in der Datei wurde dann angefangen runterzuladen. Dann kommt man eben über diese 75% hinaus in der Bandbreitennutzung. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch mittlerweile häufig gemacht wird, Webbrowser, naja, durch Pipelining, aber naja, ist eine Möglichkeit. Okay, jetzt noch einige Folien. Ich glaube, wir haben noch so 5 Folien, um das nochmal visuell darzustellen. Ist ganz recht wichtig, dass Sie das gut mitnehmen und auch in den Übungen dann nochmal durchnehmen. Das ist vielleicht relevant. Also, wie ist das Ganze nochmal visuell dargestellt? Wir haben also diese verschiedenen Phasen. Wir haben einmal den Slow Start, wo wir eben bei der 1 beginnen. Und um diesen Slow Start zu überwinden, wir exponentiell wachsen. Da kann es Folgendes passieren: Entweder kommt hier schon ein Timeout. Timeout ist hier ja dargestellt, also es braucht immer eine Weile. Dann beginnen wir wieder bei 1, also wenn wir eben so ein Timeout hatten. Dann haben wir unser Threshold immer auf die Hälfte gesetzt, immer die Hälfte des Forwarding Congestion Windows. Das heißt, wir machen jetzt wieder unseren Slow Start Ansatz bis zum Threshold und dann sind wir im Congestion Avoidance Phase, wachsen dann additiv nur noch. Ab hier kommt es wieder zum Timeout. Wir fallen wieder auf 1 zurück, wir setzen unseren Threshold wieder auf die Hälfte, wachsen dann wieder mit dem Slow Start und dann wieder additiv. Genau. Was wir hier noch als Fall haben könnten, ist das ja nicht dargestellt gewesen, wenn wir hier nochmal eine doppelte Axt bekommen würden, dann würden wir unseren Threshold auch auf die Hälfte setzen, sagen wir, der ist hier, würden aber darauf zurückfallen und dann wieder additiv wachsen. Das sind diese Fälle eben, Slow Start, dann wo wir eben das Exponentielle haben, Congestion Avoidance, wo wir additiv wachsen, wir haben den Fall des Timeouts, wo wir auf 1 zurückfallen, der Threshold auf die Hälfte setzen und wir haben den Fall der dreifachen Doppelachs, wo wir auf die Hälfte zurückfallen und den Threshold auch dorthin legen. Das ist wie der Ansatz, wie TCP mit Überlast umgeht. Eine kleine Erweiterung gibt es da noch, aber es hatten wir, glaube ich, schon vorweggenommen. Aber es wirkt sich auch hier eben aus. Also wenn wir das Fast Retransmit, ich glaube, das hatten wir ja schon vorweggenommen, also das taucht hier in der Überlast eben auch nur noch auf. Wenn wir eben also diese drei Doppelachs haben, dann senden wir das eine Paket erneut und passen unser Congestion Window aber auch an. Also ich glaube, das wundert mich, warum das hier ist. Das müsste eigentlich, das hatten wir ja schon gehabt. Ach genau, in Abstimmung mit dem Fast Recovery. Also wie wirkt sich das aus? Also wir hatten ja das Retransmit schon gehabt. Also wenn drei Doppelachs kommen, also insgesamt 4 Acknowledgements, dann wissen wir zwei. Erstmal, wir müssen das Paket nochmal neu senden. Das hatten wir schon abgehandelt. Aber schauen wir uns mal an, wie sich das auswirkt auf diese Fast Recovery genannte Phase. Das ist eben, dass wir auf die Hälfte dann zurückfallen. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben den Slow Start. Wir bekommen hier ein dreifaches Doppelack.
fallen dann auf die Hälfte zurück, setzen wir das Threshold hier hin, dann wachsen wir additiv, hier kommt wieder ein dreifaches Doppellack, dann setzen wir es wieder auf die Hälfte, beginnen bei der Hälfte, steigen additiv, kriegen wieder ein dreifaches Doppellack, fallen wieder auf die Hälfte. Das nennt man dann Fast Retransmit, weil wir eben das Paket nochmal neu senden, das hatten wir schon, und Fast Recovery, weil wir nicht auf Maximum Segment Size auf 1 fallen, sondern nur auf die Hälfte. Okay, und normalerweise, weil eben Timeouts seltener vorkommen als einzelne verloren gegangene Pakete, sieht eben unsere Nutzung von TCP der Bandbreite eben in dieser Sägezahnform aus. Und das oszilliert um eben diese ideale Windowgröße, das heißt um die 75% von dem Maximum herum. Okay, hier nochmal quasi das ganze Bild und danach kommt die Zusammenfassung. Das heißt, was sollen Sie alles genauestens wissen, wenn es dann losgeht irgendwann in der Klausur? Wir haben erstmal so einen Slow Start, beginnen bei Maximum Segment Size von 1. Beim Timeout fallen wir auf 1 Segment Size zurück. Sie müssen mal wissen, wie wir unser Threshold setzen, immer auf die Hälfte. Eigentlich hier aber nur gut. Ab da additiv wachsen, Threshold auf die Hälfte setzen, da von dort auch wieder beginnen. Fast Recovery und Fast Retransmit. Beim Timeout dann wieder bei 1 beginnen, Slow Start bis zur Hälfte. Und so geht es dann eben immer weiter. Diese ganzen Elemente sollten Sie kennen und das macht TCP etwas komplizierter. Also um nochmal alles zusammenzufassen, was haben wir alles gesehen? Wir hatten ja ziemlich ausgeholt. Wir hatten erstmal die ganze Prozess-zu-Prozess-Kommunikation betrachtet, die durch die Transportschicht geregelt wird. Also die Transportschicht liegt ja zwischen Anwendungsschicht und der Netzwerkschicht, hat die Aufgabe, die einzelnen Anwendungen, die einzelnen Prozesse miteinander zu verbinden und Nachrichten von einem Prozess, gekennzeichnet durch eine Portnummer auf dem Host, zum anderen Prozess, gekennzeichnet durch eine Portnummer auf dem anderen Host zuzustellen. Okay, das heißt, wir hatten das Multiplexing, Demultiplexing, das heißt die Portnummern. Wir hatten uns angeschaut, was eine Verbindung ausmacht, dass bei UDP nur der Empfänger zählt, also dessen Werte, IP-Adresse und Port, und beim TCP beides, also sowohl Sender und Empfänger, jeweils IP-Adressen und Portnummern, das eben eine Kommunikation charakterisiert. Wir haben die Möglichkeiten gesehen, wie man Daten, also erstmal auch wie die UDP aufgebaut ist, die Paketheader, das sollten Sie kennen. Dann haben wir uns angeschaut, wie man Datentransfer absichern kann mit den Acknowledgements, mit den Proofsummen, mit den Timeouts und den Retransmissions, ja. Und dann uns angeschaut, wie TCP das eben macht. Achso, das Pipelining haben wir noch angeschaut. Go Back N und Selective Repeat, das sollten Sie auch kennen. Und wir haben uns dann angeschaut, wie TCP das jeweils umsetzt, wie die Header aussehen und wie wir die Flusskontrolle realisieren können mit dem Receiver-Window und die Überlastkontrolle durch diese Verwendung des Congestion-Windows, das wir eben anpassen, je nachdem, ob wir ein Timeout erkannt haben oder drei Doppelacks. So, und das nächste Mal, also am Mittwoch, geht es dann weiter mit der Betrachtung der Netzwerkschicht. Die Netzwerkschicht, die ist auch sehr interessant. Ich zeige Ihnen nur dazu kurz das Schaubild, damit Sie voller Vorfreude dann am Mittwoch, damit ich Sie voller Vorfreude dann am Mittwoch hier wiedersehe. Weil es ist ganz interessant. Also wir haben ja dieses Netzwerk gegeben. Ja, wir haben, das ist ja unser Schaubild vom Internet gewesen. Die Endgeräte lassen wir jetzt mal weg und wir jetzt betrachten dann nur noch, wir haben hier einen Knoten A, Host A, und hier einen Host B. Und dazwischen ganz viele Router und ganz viele Pfade und alles ist ein Riesennetzwerk, also ein Riesengraph. Jeder Router hat zig Verbindungen. Und jetzt wird die Frage sein, wie findet ein Paket seinen Weg von Knoten A an Knoten B, zu Knoten B. So, dann danke ich Ihnen herzlich, ne? Und gleich geht es dann weiter mit der Übung und wir sehen uns nächste Woche.